Liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer, ich bin sehr froh, dass ich zu diesem besonderen Anlass, den 80. Geburtstag meines Mannes Rudi, diesen Videoclip mit euch teilen darf. Mein Anliegen ist es, durch diesen Video in erster Linie aufzuzeigen, wie unser allmächtiger Vatergott aus einem ziemlich kaputten 43-jährigen Leben nach und nach alles neu entwickelt und gestalten kann. Für meinen Mann Rudi besaß der Psalm 40, die Verse 2 bis 6 nach seiner Bekehrung, eine sehr große Bedeutung. Dort heißt es: Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt, und er hat sich zu mir geneigt und mein Schreien gehört. Er hat mich herausgeholt aus der Grube des Verderbens, aus Schlick und Schlamm, und er hat meine Füße auf Felsen gestellt, meine Schritte festgemacht. Und in meinem Mund hat er ein neues Lied gelegt, ein Lobgesang auf unseren Gott. Viele werden es sehen und sich fürchten und auf den Herrn vertrauen. Glücklich der Mann, der den Herrn zu seiner Zuversicht macht und sich nicht wendet zu den Drängern und den in Lüge Festgefahrenen. Vielfach hast du, Herr, mein Gott, deine Wundertaten und deine Pläne an uns vollbracht. Nichts ist mit dir zu vergleichen. Wollte ich davon berichten und reden, sie sind zu zahlreich, um sie aufzuzählen. Rudi wurde am 16. März 1939 in Berlin geboren. Er ist in Osnabrück aufgewachsen und lebte bis zum Abschluss seines Abiturs in Osnabrück. Danach zog er mit seinen Eltern nach München, wo er eine Banklehre absolvierte. 1974 wanderten Rudi, Billa und Claudia von München für knapp 4 Jahre nach Andorra aus. Eigentlich, um zu bleiben. Doch es kam anders. 1978 zogen wir von Andorra nach Frankfurt. Wir wohnten 34 Jahre in der gleichen Wohnung in Frankfurt, mitten in der City. In dieser Zeit, bis zur Gemeindegründung des christlichen Zentrums Frankfurt, arbeitete Rudi als freier Journalist. Silvester 1981/82 waren wir in Garmisch-Partenkirchen bei meinen Schwiegereltern zu Besuch. Gegen 24 Uhr, als wir auf dem Balkon standen und in den klaren Sternenhimmel schauten, nahm Rudi Claudia und mich in seine Arme und sagte zu uns, dass sich unser Leben im neuen Jahr radikal verändern würde. Wir fragten ihn, was er denn damit meinte, aber er konnte uns keine Antwort darauf geben. Am 18. Januar 1982 fand Rudi während eines Lehrgangs in Freudenstadt im Schwarzwald zu Jesus Christus. Wie genial von Gott, für Rudi Freudenstadt, die Stadt der Freude für die Neugeburt, auszusuchen. Er kam nach Hause und erzählte uns, dass er die einzige Wahrheit gefunden hat und Jesus Christus in sein Herz eingeladen hat. Er erzählte uns von dem übergroßen Glück in seinem Herzen. Er war von einer Sekunde auf die andere so eingewoben in der Liebe Gottes. Im gleichen Jahr kamen auch Claudia und ich zum Glauben an Jesus Christus. Und unser Leben veränderte sich tatsächlich radikal, so wie es Rudi und Silvester 1981/82 prophetisch angekündigt hatte. Wir sind unendlich dankbar, dass wir in diesem auslaufenden 2000-jährigen Gemeindezeitalter leben und unseren Herrn Jesus Christus erkennen durften. Alle Generationen vor uns haben sich ebenso wie unsere Generation gewünscht, die Entrückung und Wiederkunft Jesu miterleben zu dürfen. Unsere Generation lebt in der Zeit, wo biblische Prophetie sich vor unseren Augen erfüllt. Unsere geistliche Erziehung der ersten Jahre bekamen wir in der Freien Evangelischen Gemeinde in Frankfurt. Bis Oktober 1988 leiteten Rudi und ich dort den Kreis junger Erwachsener.
Wir lernten so viele wunderbare junge Menschen kennen. 1987/88 kreuzten sich unsere Wege mit Andreas Herrmann und im Oktober 1988 gründeten mein Mann Rudi und Andreas das Christliche Zentrum Frankfurt. Und ein Jahr später gründete Andreas und Rudi das Christliche Zentrum Wiesbaden. Nach einer intensiven Fasten- und Gebetszeit der beiden im Taunus war ihnen klar, dass Andreas die Gemeinde in Wiesbaden übernimmt und Rudi in Frankfurt bleibt. Unser Leben war in den darauffolgenden 40 Jahren ausgefüllt mit wunderbaren Aufgaben für das Christliche Zentrum Frankfurt und den Leib Jesu, national und international. In dieser Zeit durften wir lernen, lernen und nochmal lernen. Schon bald nach Rudis Bekehrung bekam Rudi von unserem himmlischen Vater in besonderer Weise Israel aufs Herz gelegt. Rudi nahm diese Berufung der Aufklärung und Verantwortung für Israel sehr ernst. Das Christliche Zentrum Frankfurt wurde in seiner Pastorenzeit darüber intensiv belehrt, über die lebenslange Verantwortung, die wir als Deutsche gegenüber Israel und den jüdischen Menschen in der ganzen Welt haben. Wir waren mehrmals mit der Gemeinde in Auschwitz, aber wir haben als Gemeinde auch gefeiert. Unter anderem unser Israelfest 1997. Ehrengast war damals Trude Simonson, die Vorsitzende des Gemeinderates der jüdischen Gemeinde in Frankfurt. Ebenso hat Gott damals in besonderer Weise meinem Mann das Buch der Offenbarung, das Johannes uns im Auftrag Jesu im Jahr 98 nach Christus über die Endzeit geschrieben hat, aufs Herz gelegt. All die vergangenen Jahre bis zum heutigen Tag sind wir mit den Themen dieses Buches beschäftigt. Im Nachhinein erkennen wir in allem die für uns notwendige, wunderbare, jahrzehntedauernde Vorbereitung unseres himmlischen Vaters für die jetzige Zeit. Der Jesustag in Berlin am 20. Mai 2000 war ebenfalls ein großes Highlight im Leben meines Mannes. Mein Gott, was waren wir aufgeregt! Heute Morgen schon gehört, weswegen wir in Berlin sind. 5 Jahre Vorbereitung für diese Veranstaltung. Und heute bist du hier, du und ich, wir sind hier. Und wir wissen genau, warum wir hier sind. Wir wissen genau, warum wir hier sind. Um Jesus Christus als Herrn zu proklamieren und ihn anzubeten. Wir haben jetzt auf der Veranstaltung, die bisher gelaufen ist, bei dem wunderbaren Empfang an der Siegessäule und bei der Atmosphäre, man hat gemerkt, es ist eine Atmosphäre der Anbetung und des Sehnens nach der Gegenwart Gott. Und bei dem Marsch, wo wir mehr proklamiert haben und uns einfach geoutet haben als Männer und Frauen und Kinder, die Jesus lieb haben, jetzt kommt die Zeit, wo wir ihn anbeten wollen. Das ist wie ein Wohnzimmer hier. Das ist wie ein Wohnzimmer oder das ist wie deine Gottesdiensträume zu Hause. Und wir wollen von hier aus jetzt als erstes diesen ersten Teil des Nachmittags dazu benutzen, dass wir alles, was wir sind und haben, in die Anbetung unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus hineinwerfen. So wie wir es können. Mir ist es durchaus bewusst, dass hier Menschen sind, die zum allerersten Mal auf einer so großen Veranstaltung sind. Und andere, die sind vielleicht schon ein zweites oder ein drittes Mal beim Jesustag oder Jesusmarsch dabei. Und ich bitte euch ganz herzlich, dass wir Rücksicht nehmen aufeinander, auf unterschiedliche Frömmigkeitsstile, dass wir zusammenstehen und zum ersten Mal dem Herrn Jesus zusammen in dieser Formation sagen, Herr, du bist alles für uns. Wir lieben dich und wir beten dich gemeinsam an, so wie wir es gewohnt sind, so wie wir es können. Ist das gut? Amen. Im Juni 2002 war es dann soweit. Mein Mann übergab das Christliche Zentrum Frankfurt an die nächste Generation. Bei meinen Recherchen zu diesem Geburtstagsclip
fand ich auch unter anderem ein von uns viele Jahre nicht mehr beachtetes prophetisches Wort von Ed Traut vom 29.10.2006. Er ist ein prophetischer Mann, geboren in Südafrika, jetzt wohnhaft in den USA. Das, was Ed uns im Auftrag Gottes damals zugesagt hatte, ist inzwischen Realität in unserem Alltag geworden. Deswegen werde ich teilweise auch daraus vorlesen. Ich war 2006 davon überzeugt, dass unsere aktive Arbeit im Reich Gottes abgeschlossen sei. Ed Traut jedoch sprach zu uns Folgendes. Die Zeit, in der ihr euch jetzt in eurem Leben gerade befindet, ist die wichtigste Zeit eures Lebens. Es wird die segensreichste Zeit sein, die erfolgreichste Zeit und die glücklichste Zeit und die effektivste Zeit eures Lebens. Ihr habt in den letzten Jahren so viele Dinge versucht, um Gottes Pläne durchzubringen, und all das war gut. Und jetzt, wenn Gott euch aus dieser Zeit des Schutzes und der Verwahrung herausholt, wird er euch so sehr segnen, dass ihr erkennt, dass das alles nur von ihm kommen kann. Da wird keine eigene Anstrengung mehr dabei sein. Gott hat euch nicht nur zu einer Region berufen oder zu einer Stadt oder einer Gemeinde, sondern zu der ganzen Nation. Und ihr sagt, Herr, das haben wir alle schon gehört, aber bisher ist noch nicht groß was passiert. Und der Herr sagt, ich tue jetzt etwas Neues. Und die Zeit, in der ich euch dafür zugerüstet habe, also diese Zeit, auf die ich euch vorbereitet habe, kommt jetzt bald, weil ich euch zu Vater und Mutter im Geist gemacht habe. Und da ist ein Schrei aus diesem Volk nach Vätern, nach solchen, die das Volk lieben und ernähren. Ich werde euch benutzen und gebrauchen, um eine junge Generation wie eine Armee Gottes aufstehen zu lassen. Jahrelang habt ihr eure eigene Altersgruppe, eure eigene Generation genährt, aber jetzt richtet ihr euch aus nach den folgenden nächsten Generationen. Weiter, sagte Ed Traut zu uns, Gott wird euch weiterhin segnen. Es ist eure Zeit. Meine Schwester, der Herr will, dass du weißt, dass deine Probleme sehr kleine Probleme sind. Gott hat sehr sorgfältig auf dich aufgepasst. Aber es kommt eine Zeit, in der Segen kommt aus jedem Teil dieses Landes. Und Gott wird dich so reich segnen für die Jahre des Opfers. Du hast nie um etwas gebeten. Du hast dich nie beklagt. Aber der Segen Gottes ist auf dir. Und ich werde eure beiden Körper heilen und euch stark machen und werde euch wieder jung machen. Ich ordne eure Strukturen neu und bringe Helfer hinzu. Ich habe euch ein gutes, treues, loyales Team gegeben. Aber ich füge hinzu Stärke und Ressourcen. Und ich werde eine kleine Tür im Fernsehbereich öffnen. Und das wird eine sehr wichtige Tür sein. Gott sagt, ich habe dich nicht berufen, zur Gemeinde durchs Fernsehen zu sprechen, sondern zur Nation. Und ich werde dir eine Plattform geben, die vielleicht klein aussieht, die aber sehr viel aufrühren wird und einen Effekt des Königreiches Gottes haben wird. Amen. Diese Aussage von Ed Traut, dass Gott unsere Körper wieder heilen wird, stark und jung machen wird, das hat Gott unter anderem akustisch hörbar im August 2013 in unserem Wohnzimmer uns nochmal persönlich zugesagt. Und diese Erfahrung mit Gott hat mein und Rudis Leben nochmal regelrecht revolutioniert. 2015 bekam mein Mann, also 9 Jahre nach dem prophetischen Wort von Ed Traut, durch unseren Schwiegersohn Andreas die Anregung, das Wort Gottes in einem Clip über YouTube im deutschsprachigen Raum zu verteilen. Wir konnten uns überhaupt nicht vorstellen, wie das funktionieren sollte, aber unser Vater Gott wollte es so und deshalb schenkte er auch Gelingen. Im Mai 2015 haben wir mit Simone als Kamerafrau unseren ersten Videoclip veröffentlicht. Da Simone aus zeitlichen Gründen nicht bei diesen Videoarbeiten weiter mitmachen konnte, brachte sie uns mit Adelmo zusammen. Er ist ein fantastischer Kameramann und wir sind für ihn
und für das gesamte Phasishaus-Team sehr, sehr dankbar. Wir haben in der nun fast 4 Jahre bestehenden Videoarbeit etwa 120 Videoclips veröffentlicht. Wir haben über 1,1 Millionen Aufrufe und über 5.600 Abonnenten. Wir bekommen Post aus allen deutschsprachigen Ländern und darüber hinaus. Zum 80. Geburtstag wünscht sich mein Mann so sehr, dass du, liebe Zuschauerin und du, lieber Zuschauer, nicht nur das eine oder andere Video dir ansiehst, sondern dir die ganze Fülle der Videos, die wir dir als Phasishaus FFM e.V. anbieten, ansiehst. Warum? Wenn du dir nur einen Clip ansiehst, kann es leicht sein, dass du zu einem falschen Ergebnis kommst, denn es ist durch die Zeitbegrenzung bei einem Videoclip oft nicht möglich, das große Ganze abzudecken. Deshalb haben wir die vielen Videos im Umlauf gebracht, um deine Fragen jeweils einzeln zu beantworten und dir ein umfassendes Bild von dem Leben als Christ in der Endzeit zu geben. Daher ist es auch wichtig, jeden Videoclip ganz bis zum Ende anzusehen, damit du die Informationen zu einem bestimmten Sachverhalt auch komplett mitbekommst. Nur so kannst du im Glauben wirklich wachsen und dein Christsein als Jünger voll genießen. Sehr oft kommen Gäste aus der gesamten Bundesrepublik zu unserem einmal im Monat stattfindenden Phasishausveranstaltung. Clemens Schütte, Rudis Lieblingsfreund, hat zu diesen Veranstaltungen wunderbare Anbetungslieder und Balladen kreiert. Wir danken jeden Tag unserem Herrn und Gott, dass wir diese Arbeit an unserem Mauerabschnitt von ihm bekommen haben. Alles gehört ihm. Er bekommt alle Ehre und allen Dank. Und wir dürfen uns freuen. Wir staunen, wie Gott unser Leben umgekrempelt hat und aus einer kaputten Persönlichkeit Neues schafft und seine Liebe hineinfließt, damit diese Person sie an viele Menschen weitergeben kann. Gott bekommt alle Ehre. Wir hören öfters abends Musik. Wir lieben Musik, auch noch mit 80 Jahren. Einer unserer Favoriten ist Eric Clapton. Er singt in einem seiner Lieder mit Steve Winwood zusammen In the Presence of the Lord. Er besingt in diesem Lied die herrliche Gegenwart Gottes. Er singt: Schließlich habe ich einen Weg für mich zum Leben gefunden, in der Gegenwart des Herrn. Jeder Mensch hat in dieser Beziehung ein Geheimnis, eine Geschichte von besonderer Bedeutung. Ja, jeder Mensch hat seinen ganz eigenen Weg. Ich habe letztlich meinen Lebensweg gefunden in der Gegenwart des Herrn. Solltest du, liebe Zuschauerin und du, lieber Zuschauer, noch keine echte, ernsthafte Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben, aber du merkst, es bewegt sich etwas in deinem Inneren, dann möchte ich dich herzlich bitten, gehe diesem inneren Impuls nach. Denn es ist so, solange du Jesus Christus nicht bewusst in dein Herz gebeten hast, solange denkst du und empfindest du, wie die Welt denkt und empfindet. Du kannst das Handeln Gottes nicht verstehen, aber in dem Moment, wo du diesen ersten Schritt getan hast und Jesus ganz bewusst in dein Herz bittest, passiert etwas Göttliches in deinem Herzen. Es fühlt sich an, als ob ein Schalter in deinem Inneren von einer Seite auf die andere Seite umgelegt wurde. Du bist durch dein Gebet mit Gott verbunden. Dein Geist lebt. Du beginnst, Göttliches vom Weltlichen zu unterscheiden. Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, bitte ich dich mitzubeten. Lieber Herr Jesus Christus, ich gestehe, dass ich ein Sünder bin und dass ich dich und deine Vergebung brauche. Ich will von meinen Sünden und ihren Folgen vollständig frei werden, mich von allem Bösen abwenden und dir ganz und gar nachfolgen. Jesus, ich möchte, dass du mein Herr und Gott bist. Und ich öffne mein Herz und mein ganzes Wesen für dich und lade dich ein, in meinem Herzen für immer zu wohnen. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, der für mich und alle meine Sünden am Kreuz auf Golgatha gestorben ist,
dass du begraben wurdest und nach 3 Tagen wieder zum Leben auferstanden bist und dass du ein zweites Mal auf die Erde zurückkommen wirst. Ich danke dir für das Geschenk des ewigen Lebens und empfange es durch den Glauben an dich allein. Ich empfange dich als Herrn und Erlöser in allen Bereichen meines Lebens und ich bete, dass du immer für mich da bist. Nun, Herr, fülle du mich bitte mit deinem Heiligen Geist. Danke für alles. Danke, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Dein Vater ist jetzt auch mein Vater. Amen. Liebe Zuschauerin und lieber Zuschauer, ich danke euch herzlich für diese Zeit, die wir gemeinsam verbringen konnten. Ich wünsche euch den Schutz unseres allmächtigen Vatergottes und die erfahrbare Erkenntnis seiner Gnade.